So, ihr Schnäuzel, wie angekündigt, der zweite Dupe. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch da ist der Preisunterschied gigantisch, natürlich, wie bei den meisten Dupes. Und zwar auch aus meinem Haul, ich zeige die Produkte gleich nochmal ganz kurz im Haul, aber wie gesagt, das ist ja alles Geschmackssache, wer dafür Interesse hat. Und ich sehe gerade, da hinten steht eine Bierflasche, das sieht ja richtig scheiße aus. Ist aber nur Radler. Und nicht von mir. Nun denn, aber kommen wir zu dem Dupe. Und zwar ist aktuell von Catrice die Colibri LE. Da habe ich diesen Eyeshadow Pen gekauft. Nennt er sich so, ja, Eyeshadow Pen. In der Farbe C03 Virgin Forest. Hab den so aufgetragen hier unten unter der Wasserlinie. Ich werde noch mal gucken, ich werde zeitnah jetzt auch versuchen, einen Blog online zu stellen mit den Fotos, damit man wirklich haargenau den direkten Vergleich zieht. Trage den so auf und denke mir, oh, was könnte ich mir hier oben gerade so ein bisschen aussmoken als Lidstrich. Ich wollte jetzt keinen schwarzen tragen. Und habe da zu meinem MAC Pearl Glide Intense Liner Under Current gegriffen und denke mir so, hey, da ist doch was im Busch. Man muss sagen, hier die Stifte liegen um die 16, 17, 18, 19 Euro. Ich weiß es gar nicht mehr aus dem Kopf. Und dieser Stift hat gerade mal schlappige 3,75 gekostet. Nun, der einzigste Unterschied, das ist ein Lidschattenstift und das ein Kajalstift, würde ich sagen. Aber ich benutze den auch nicht fürs ganze Lid, sondern wirklich nur unterm Auge, weil ich dachte, naja, komm. Und das mache ich hiermit auch. Und von daher ist das absolut eine gleichwertige Geschichte. Und wenn man das jetzt so anguckt, man denkt, ja, aber wenn man das dann so aufträgt, ist da wirklich eine absolut starke, starke Ähnlichkeit zu sehen. Wo ich wirklich sage, wenn ich so viel Geld ausgeben will für MAC, kann dann auch gerne... Der MAC ist jetzt so auf der Hand aufgetragen, ein klein bisschen dunkler. Wenn man das sieht, ne, ist das schon ein Ticken dunkler. Ich trage aber beide gerade auf dem Auge. Das Licht ist jetzt nicht das Beste. Ich trage gerade beide auf dem Auge. Oben MAC, unten den oben MAC und unten den Virgin Forest. Und man sieht keinen Unterschied. Also das ist wirklich quasi... Der MAC ist ein ganz kleines bisschen dunkler. Aber wie gesagt, ich setze mal einen Blogpost rein. Wenn er da ab und zu mal guckt, ich mache dann das Bild, den Link dazu hier unter das Video, wird man das sehen. Also es ist wirklich wunderbar. Nicht so direkt zu sehen, aber ich habe ein Foto gemacht, wo ich, wie gesagt, beides gut zeige. Und da fällt wirklich diese absolut geile Passigkeit auf. Ich meine, dass es da gerade eine kleine Nuance ein bisschen abweicht, ist da, denke ich, nicht das Ding. Aber wer keine Lust hat, für MAC so viel auszugeben, ist damit ganz gut bedient. Und ich denke, da wird sich auch von der Haltbarkeit, kann ich noch nichts sagen. Ich habe es jetzt nur gerade aufgetragen und dachte, wie gesagt, hey Babies, das muss ich euch zeigen. Ist das schon ganz geil und man sieht ja auch jetzt hier so, dass da wirklich sehr, sehr viel Ähnlichkeit ist. Schimmerfarbe, sehr, sehr gut. Also, die LE ist aktuell. Ich würde sagen, schaut da mal rein. Ich werde echt hingucken. Ich habe jetzt auf meiner Facebook-Seite habe ich ein aktuelles Bild gepostet, wo man die Farben auch besser sieht. Und ich werde, wie gesagt, den Blogpost dazu machen. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns gleich bei meinem kleinen Haul. Also, bis dann. Ciao!